Guck mal. Ah nee, das sind Äpfel. Ich dachte, ich dachte, das sind die Glatzköpfe aus dem Gang. Naja. Aber das ist echt cool, das Kapitel, dass es auch so groß ist und nicht nur alles in einem Haus, also in dem Haus da stattfindet. Zum Glück hat es da unten einen Cola-Automat. Ich brauche nach dieser komischen Situation unbedingt eine Coke. Also Basement Staircase, Atrium, Cafeteria. Keine Ahnung, Außenpatientenklinik und Notfalleingang. Ist halt die Frage, was taucht hier dann alles auf? Ob mich Rackern hier holen und verfolgen? Irgendwelche Treppen? Nicht irgendjemand? Geht's nicht so gut? Aus. Oder gerade eine Durchsage machen. Da jetzt hin. Ein Werkzeugkasten. Der Wiegesensor scheint nicht richtig zu funktionieren. Wir werden das Problem so schnell wie möglich untersuchen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter die Kellertreppe benutzen, um in den Keller zu gelangen. An der Rezeption gibt es einen Ersatzschlüssel. An welcher Rezeption? In der Orthopädik, okay. Komme ich also durch die Orthopädik in Rezeption oder wie? Hört ihr das auch? Nee. Bin ich denn jetzt hergekommen? Also da gammelt irgendjemand rum und flüstert verwirrten Müll. Das habe ich raushören können. Geh ich mal nach da hinten. Kaputte Glühbirne. Das ist ein Hinweis, wo ich hin muss. Oh, hier fängt schon der Spaß an mit dem Öl. Ich nehme an, dass ich hier rennen muss.
So, wir sind cool, wir machen hier die Tür zu. Hier ist was. Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Reiken Almutala. Gender, male, age 28. After Reiken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Hört sich ja schon mal vielversprechend an. Ich nehme mal an, wenn ich nachher aus diesem Raum rauskomme, wird mir entweder der Typ im Latexanzug hinterherlaufen oder halt der Krückengänger. Und ich habe auf beide eher wenig Bock. Vor allem, wenn ich halt wieder so verwirrt durch die Gegend laufe und ich gefühlt im Sekundentakt sterbe. Da hinten. Also da wackelt es einfach. Da flackert so mysteriös. Muss ich da hin? Wahrscheinlich schon. Vor allem, ich gehe so voll gemütlich durch. Hat irgendwie schon eine Stimmung. Ah. Hier ist ein Schlüssel. Kellertreppe. Kellertreppe ist dann das Ding, wo ich... Oh mein Gott, da ist er. Wo ist die Kellertreppe, Mann? Ich dribbel dich aus. Komm her, Krücke, hä? Let's go. So geht man mit Leuten um, die Krücke tragen. Ich habe nur keine Ahnung, wo jetzt dieser Raum ist. Ich bin ja recht viel gelaufen. Und ich hoffe... Nee, das war der gebrochene Aufzug. Ich hoffe, ich laufe auch direkt richtig hin, weil ich habe mich hier schon ein bisschen verirrt, ehrlich gesagt. Aber ich meinte, es war hier irgendwo in der Gegend. Und bitte ist er nicht irgendwie Speedy Gonzales oder so. Jetzt kommt er bestimmt wieder da an die Türe. Aber, hä? Was meint ihr? War das gut ausgedribbelt? Ich würde schon sagen, ja. Hab ich gut gemacht. Jetzt... Nee, weil bei den letzten Malen, wo ich dribbeln wollte, da, also die Leute so ausdribbeln wollte, das ging halt nicht. Und deswegen habe ich da ein bisschen Angst in dem Spiel, die Leute versuchen zu wollen, auszudribbeln. Weil, ich weiß nicht, bei dem Dolores-Chapter habe ich versucht, den Mann, der dann anfängt, einen zu verfolgen, auszudribbeln, ging dann aber nicht. Oh. Okay. Hört sich sehr danach an, wie wenn ich da hingehen muss. Control Room.
Muss ich mich verstecken oder so? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen rumgezuckt. Aber wo war denn der Control Room? Erstmal duschen. Ach, erfrischend. Hallo. Hallo! Ich suche den Kontrollraum. Wo ist der? Die Tür geht nicht auf. Gut möglich, dass die Magnetkarte die Sperre außer Kraft gesetzt hat. Der komische Raum. Ist das hier nicht so gut ausgeschildert wie vorher? Oberen Bereich. Ach ja. Ich sehe es jetzt schon kommen, da kommt irgendjemand mich jetzt gleich bei der Ecke hier abholen. Muss ich wohl Wäsche machen? Ich habe gerade Déjà-vu. Doch nicht hin. Aber ich nehme an, dass ich dann hier irgendwo lang muss. Wo bin ich daher gekommen? Hier steht's doch, Control Room. Ah. Da ist die nervige Waschmaschine. Dauerhaft höre. Ich hoffe auch, dass diese Taschenlampe nicht leer geht. Also du, hey, ist aber ganz schön gefährlich hier mit diesem Leck im Rohr. Bei diesen ganzen Stromsachen. Hier, guck mal. Warndreieck für High Voltage. Oh Leute, ihr seht einen roten Knopf, der leuchtet. Was ist so der natürliche Instinkt von euch? Würdet ihr ihn drücken oder nicht? Ich schon. Aber sowas von. Wo muss ich jetzt hin? Ah, jetzt habe ich die Waschmaschine ausgemacht. Bock da jetzt extra noch alles hinzulaufen? Werd doch bestimmt verfolgt, weil irgendeiner von diesen verrückten Leuten jetzt seine Wäsche abholen muss. Um die Uhrzeit. Oh mein Gott, wer bist du denn? Er kann seine Wäsche nicht mehr abholen.
Kyle Schaffer, Janitor, Fulltime. 6 Feet, Augenfarbe braun. Haare sind schwarz. Geschlecht ist männlich. Und der Ausweis läuft am 6.1987 ab. Was auf der Rückseite? Okay. Also muss ich jetzt zum Aufzug? Das wirkt irgendwie ein bisschen zu einfach tatsächlich. Da passiert doch jetzt gleich was, dass jetzt so Schritt für Schritt plötzlich alles funktioniert. Jo, Leute, euch geht's nicht gut, oder? Was mache ich mit dem? Was muss ich machen? Nur dem Kollegen geht's gar nicht mehr gut, glaube ich. Den habe ich ein bisschen zerdrückt. Hätte ich jetzt die Leute alle irgendwie so Nackendreher machen müssen oder was ist los? Soll ich den Stühle bringen? Komm, das mache ich mal eben, oder? Vielleicht müssen die sich auch einfach nur hinsetzen. Mir zu hoch in diesem riesigen Gebäude. Ah, vielleicht dieser eine, der durchgeschubst wurde, dass ich den irgendwie mitschleppen kann, oder? Aber wo habe ich den jetzt gesehen? Im Moment, wo war der? War doch hier irgendwo. Irgendwo beim Wäscheraum, meinte ich. Oder beim Control Room? Okay, dann räumen wir auf. Jetzt wird erstmal geputzt. Oder auch nicht. Kollege? Wo langt er denn da hin? Mach doch die Hand weg. Hey, der ist tot. Warum grabst du ihn? Muss ihn noch so angrabschen? Okay. I see. Die Krücke kommt, Hilfe.
Kommt er jetzt jedes Mal, wenn ich einen rausschiebe? Dann nehme ich unangenehm, wenn ja. Dem sein Bauchnabel fliegt mir entgegen. Komm, wir machen hier zwei auf einen Schlag. Ich dachte jetzt ganz kurz wirklich, ich müsste hier irgendwie mit diesen toten Körpern da Gewicht erzeugen. Weil das hat mich vorher voll verwirrt, weil ich habe vorher auch interagieren gemacht und dann habe ich es gedrückt. Gehalten. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich habe vorher auch gedrückt, gehalten und dann ist aber meine Taschenlampe ausgemacht. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja gut, okay, muss ich nicht so machen. Aber das war dann wohl anscheinend doch der Weg. Meine Kollegen sind wieder hier. Hallo, ich muss hier durch. Er ist auf dem Weg. Fuck you, Dwayne. Okay. Kennt er mich? Oh, Fußmodel, hm? Fuck you, Dwayne. Er sagt das so sexy, I'm sorry. Hallo? Jetzt hier rein oder wie? Schaff aber auch wieder nur ich. Wenn ich aufs Spiel laden gehe. Der ist es, oder? Aber gut, ich spawn ja jetzt da in diesem Aufzug. Keine Ahnung, was meine Mission ist, aber ich nehme an, ich muss dahin. Raum 221. Ey, warum ist plötzlich so Türe öffnen so krasse Challenge geworden? Ich muss hier unbedingt weg, nicht, dass ich wieder irgendwie stuck werde. Okay. Ich nehme an, das zeigt mir hier irgendwie Exit, wie ich rausgehen kann. Sieht nicht so geil hier an. Habe ich eher weniger Bock drauf. Auch irgendwie einen Weg, dass ich die weglocken kann. Zum Beispiel hier einsperren in die Räume. Oder kommen da immer wieder welche raus?
Ich sehe, hier hat so ganz viele Glasscherben. Komm, ich probiere es noch einmal. Sollte ich aber da irgendwie auf dem Weg nochmal drauf gehen. Und ich versuche jetzt nicht, hier extra mich umbringen zu lassen und sowas. Ja, ich versuche immer noch hier Stealth Mission. Ich hoffe, das Spiel zeigt mir das auch noch irgendwie auf einen anderen Weg an. Da durchkommen. Hallo. Na? Fingerabdrücke wie auf meiner Brille. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung gelaufen bin oder schon dran vorbei. Zweihundertdreißig, zweihundertachtunddreißig, anders 14 bis 229 in die Richtung. Also bin ich dran vorbeigelaufen. Ui, da ist jemand. Mach die Tür auf. Der Ekelhafte war hinter mir, Mann. Warum müssen die sich auch wie Zombies verhalten? Ey, weißt du, so kaum trittst du über so Glasscherben, direkt hast du verkackt. Oh Gott, die steht ja direkt da hinten. Mich in Ruhe. Die muss ich auch erstmal wieder einkriegen. Hallo? Kollegin? Gehst du bitte weg? Kommt ihr gerade durch die Wand? Was ist mit der denn? Hä? Die war ja voll verbuggt. Und wer, die kommt da jetzt plötzlich durch die Wand? Er sucht bestimmt nur Freunde. Ja. Kann die gerne, aber nicht bei mir. Also nicht, wenn die so angedackelt kommt. Die kann gerne davor Hallo oder sowas sagen. Dann überlege ich mir das sicher nochmal. Also ich muss jetzt nach links, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung, als ich hier reingedackelt bin? Kannst du bitte aufhören, hier zu campen?
wenn du auf der Arbeit bist und keine Ahnung hast, was du machen sollst und dann einfach irgendwas machst. Genau so. Nee, Leute. I don't know. Die backt halt jetzt gerade bei mir rum. Ich werde wahrscheinlich dann jetzt auch nochmal sterben gehen. Guck mal, da wurde eine kleine Durchsage gemacht. Interessiert dich das nicht? Hä? Nee, oder? Lieber hier vor dem Fenster rumdackeln. Ja. Ui. Oder ich mach so. Muss ich hier lang? Okay, ich mach's einfach so. Ja. Können wir auch machen. Es geht weiter, meine Freunde. Und jetzt? Also da ist ja irgendwas hier mit dem Auge. Im Spiegel. Muss ich hier irgendwie interagieren? Muss ich mich ins Bett legen? Weil das müsste ich halt jetzt tatsächlich machen. Aber hä? Da rein Leuchti machen. Ah, jetzt ist alles hier. Okay, cool. Und guck mal, da ist auch ein Auge. Jetzt? Okay. Der hätte es nicht mehr ausgehalten, dass wir ihm die Füße gekitzelt haben. Teuflisch, wie wir sind. Na gut. Kann jetzt bitte auch wieder Autospeichern kommen? Dankeschön. Ich möchte ungern wieder durch diese ganze Menge laufen. Oder kann ich hier wenigstens Spielspeichern machen? Einfach als Vorschaubild so ein Darm. Das gefällt mir doch. Meine ganzen Items, wo ist meine Kamera und so? Meine Feuerzeuge, die sind auch weg. Kann ich mich hier abseilen? Oh mein Gott! Ich habe nicht gemerkt, dass er schon so nah dran ist. Och Mann! So eine Scheiße, Mann! Ach, Gott, ey.